Tag. In diesem Video möchte ich ganz gerne die Verzeichnisstruktur von Linux mal ansprechen. Viele von euch haben sie bestimmt schon verstanden, viele aber auch nicht. Und daran möchte ich euch ganz gerne erklären, wie das Ganze in diesen vielen Ordnern denn überhaupt abläuft, wie das Ganze funktioniert und was sich darin befindet. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, ist die Verzeichnisstruktur von Linux eine ganz andere als die von Windows. Da findet ihr C und dann geht das immer so weiter. Hier läuft es natürlich ganz anders. Hier findet ihr kein C oder D Doppelpunkt. Das gibt es hier nicht. Wir haben hier oben eine PDF-Datei und hier den Dateimanager. Falls ihr euch wundert, mit dem Dateimanager möchte ich durch die verschiedenen Verzeichnisse wechseln und auf der PDF-Datei könnt ihr die Hauptverzeichnisse mal genauer betrachten. Ganz oben im Linux steht immer das Wurzelverzeichnis. Das ist einmal dieses hier, wo ich mich gerade auch befinde. In diesem Wurzelverzeichnis basiert alles. Alles liegt im Wurzelverzeichnis. Alles. Gnadenlos alles. Ihr müsst bedenken, in Linux ist alles eine Datei, was überhaupt eine Datei sein kann. Also alles. Wir haben hier verschiedenste Ordner, die natürlich alle in unserem Wurzelverzeichnis liegen, in unserem Grundverzeichnis, worauf alles basiert. Man kann von dem Verzeichnis, von der Verzeichnisstruktur auch einfach von einer Wurzel ausgehen, da er sich immer in mehrere verschiedene Zweige verästelt oder in einem Ast. Wir sehen hier als allererstes das Bin-Verzeichnis. Das finden wir hier auch. Und in dem Bin-Verzeichnis befinden sich nur die wichtigsten Programme, die immer von überall verfügbar sein müssen. Zum Beispiel die Shell oder Uname. So Terminalprogramme, auf die man immer zugreifen können muss. So. Dafür ist dieses Verzeichnis. Ganz einfach. Mehr ist auch nicht drin. Das sind keine Firefox-Programme oder sonstiges drin. Da ist wirklich nur das drin, worauf man immer zugreifen können muss. Als nächstes sehen wir hier das S-Bin-Verzeichnis. Das finden wir. Wo finden wir das denn hier? Wo ist das versteckt? Hier. Hier ist ganz ähnlich wie im Bin-Verzeichnis. Nur dieses Verzeichnis ist halt nur für den Systemverwalter. Da sind Programme drin, auf die ein normaler Nutzer eigentlich keinen Zugriff haben kann. Dafür braucht man dann schon Systemverwalterrechte. Also im Prinzip genau dasselbe, nur braucht man dazu höhere Rechte. Das nächste Verzeichnis auf unserer Wurzelliste sozusagen ist das Bootverzeichnis. Das haben wir hier natürlich auch in unserem Dateimanager. Wo haben wir es denn versteckt? Hier. Hier sind Dateien drin, die man ganz dringend zum System hochfahren braucht. Hier ist nur das drinne, auch wirklich nur das, was man auch braucht, um den Rechner hochfahren zu können. In diesem Verzeichnis befindet sich dann auch der Linux-Kernel, also der Kern des ganzen Betriebssystems. Da ist wirklich nur das drin, was man zum Hochfahren des Systems braucht. Wir finden hier auch unser Memtest, das kennt ihr ja bestimmt auch, das ist natürlich auch hier drin, da es beim Hochfahren benötigt werden könnte. So, unser nächstes Verzeichnis auf unserer Liste ist das Dev-Verzeichnis. Das finden wir direkt hier. Und das Dev-Verzeichnis ist eher eine Schnittstelle zur Hardware des Systems, beziehungsweise des Rechners. Dort findet ihr unter anderem auch die Festplatte, die mit SDA im Falle einer SCSI-Festplatte oder HDA im Falle einer IDE-Festplatte bezeichnet ist. Die einzelnen Zahlen neben meinem wegen SDA bedeuten sowas wie die Partition. Also SDA1 ist die erste Partition der Festplatte SDA meine ich natürlich. Und da SDA ist immer die erste Festplatte, die erste SCSI-Festplatte, könnt ihr davon ausgehen, dass die SDA1 die erste Partition eurer ersten SCSI-Festplatte ist. Da finden sich natürlich auch alle anderen Laufwerke und alle möglichen ansprechbaren Hardware-Komponenten. Das nächste Verzeichnis auf unserer Liste ist das etc-Verzeichnis. Das etc-Verzeichnis kennt ihr bestimmt schon, falls ihr meine Videos öfter guckt. Hier findet ihr alle wichtigen Konfigurationsdateien, mit denen man das System entsprechend anpassen kann. Man kann natürlich auch durch die falsche Anpassung falscher Dateien das System bzw. die einzelnen Programme lahmlegen,
Aber das ist natürlich was anderes. Hier befinden sich meist Konfigurationsdateien drin, mit die man natürlich auch mit Sorgfalt rangehen sollte. Das nächste Verzeichnis in unserer Liste wäre denn das Home-Verzeichnis. Das kennt ihr bestimmt. Es ist auch das, wonach es klingt. Es ist das Heimatverzeichnis. Hier haben wir sogar ein kleines Häuschen auf unserem Ordnersymbol. Hier liegen alle Nutzerdaten von euch. Alle Daten, worauf ihr Zugriff habt. Da wird der komplette Benutzer und deren Einstellungen gespeichert. Wenn wir STRG H drücken, sehen wir hier eventuell einzelne Konfigurationsmöglichkeiten für andere Programme. Das ist euer Verzeichnis und darauf habt ihr Zugriff. Da sind halt die mindesten Rechte von euch benötigt, um darauf zu schreiben. Da könnt ihr halt immer drin schreiben. Das ist euer Verzeichnis sozusagen. Als nächstes kommt ein Verzeichnis, das LIP-Verzeichnis, von dem ihr am besten immer die Finger lassen solltet. Bitte verändert nichts in diesem Verzeichnis, denn darin befinden sich die grundlegendsten Funktionsbibliotheken des ganzen Systems. Da sind Bibliotheken für das System und für Anwendungen verfügbar. An denen solltet ihr, wenn es geht, nicht dran rumfummeln, da es ganz schön aufs System gehen könnte. Damit könntet ihr euer ganzes System eventuell lahmlegen. Obwohl das natürlich für alle Dateien im System gilt. Immer schön die Finger von den Dateien lassen, von denen ihr nicht wisst, was ihr da tut. Das nächste Verzeichnis ist MNT, das ich ansprechen möchte. In MNT sind temporär eingehangene Dateisysteme, zum Beispiel eine temporär eingehangene Festplatte oder sowas, angezeigt sozusagen. Hier ist natürlich nichts drin. Also besonders ist das Verzeichnis natürlich nicht. Hier werden halt nur die temporär eingehangenen Partitionen angezeigt. Das nächste Verzeichnis auf unserer Liste ist natürlich schon viel, viel interessanter. Das ist das PROC oder PROTS-Verzeichnis. Das ist eher weniger ein Verzeichnis als eine Schnittstelle zum Kernel. Der Kernel ist sowas wie die Verbindungsbrücke von der Hardware zur Software, wenn man das ganz grob vereinfachen möchte. Faktisch würde man mich dafür jetzt korrigieren, aber so ganz grob vereinfacht ist es das. Und da lassen sich halt eventuelle wichtige Systeminformationen auslesen. Das ist also praktisch mehr eine Schnittstelle als ein einfaches Verzeichnis. Wir können da ja mal reingucken. Hier gibt es alle möglichen Ordner für alle Programme, aus denen man dann auch Informationen auslesen kann. Hier findet ihr natürlich auch nützliche Systeminformationen. Okay, das war jetzt komisch. Mein Headset ist gerade ausgegangen. Ohne irgendeinen Grund. Es hat einfach nur Piep gemacht und dann war es aus, obwohl die Batterie voll ist. Naja, wo war ich stehen geblieben? Naja, PROTS ist, also PROC ist kein eigentliches Verzeichnis. Hier ist praktisch nur die Schnittstelle zum Kernel. Jedes Programm wird hier aufgeführt und daraus lassen sich natürlich auch Informationen über das Programm und über die Hardware und den Kernel des Systems und über das System erfahren. Hier solltet ihr natürlich auch nichts verändern. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt was verändern kann. Auf jeden Fall kann man damit auch ganz einfach mal einen Kernel-Panic erzeugen. Also hier kann man natürlich nützliche Systeminformationen herausfinden, wenn man sie denn finden kann. Ja. S-Bin habe ich doppelt, das tut mir leid. Jetzt haben wir das nächste Verzeichnis, das wir hier haben, ist TMP. Ja, das ist genau das, was ihr denkt. TMP, Temp, das sind für euch temporäre Dateien. Da wird halt alles, was nur temporär gebraucht wird, wird da abgespeichert oder kann man zumindest da abspeichern. Zum Beispiel Downloads, die man nur speichern möchte und. Die kommen halt ganz einfach ins Temp-Verzeichnis. Das nächste Verzeichnis ist das USR-Verzeichnis. Da ist man sich streitig, was es denn nun bedeutet. Manche sagen, es heißt User und manche sagen, es heißt Unix System Resources. Für was ich es halte, das sage ich nicht, da ich keinen Streit entfachen möchte, aber das ist denn schon durchaus interessant, was es denn überhaupt bedeutet. Da wird in der Community auch viel diskutiert. Da müsste man die Entwickler mal direkt fragen, um eine eindeutige Antwort zu enthalten. Da klicke ich mal rauf und hier sehen wir, dass hier alle möglichen Programme aufgelistet werden.
oder zumindest alle möglichen Ordner, in denen Programme vorhanden sind. Hier ist ein Großteil der installierten Software von diesem Rechner drin, auf die man dann auch einfachen Zugriff hat. Hier zum Beispiel in Spiele und einfache ausführbare Software unterteilt. Da könnt ihr natürlich dann auch suchen, wenn ihr eure Software mal sucht. Ja, da gibt es nämlich auch so ziemlich alles. Hier Chromium Browser haben wir zum Beispiel hier. Ja, hier sind Spiele eingeteilt. Und dann gibt es noch Share. Das sind die architekturunabhängigen Programme, wenn man das so sagen möchte. Hier gibt es dann auch noch ein bisschen was. Aber darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen, denn das ist ja auch einfach nur einfach gehalten. Dass ihr wisst, hier findet ihr halt den Großteil der auf dem Rechner installierten Software. Aber vergesst nicht, in Bin gibt es auch noch was. Aber da ist was anderes drin. Und dann gibt es noch var. Var, wer gut raten kann, kann sich daraus schon denken, was es heißt. Das heißt Variabel. Ja. Variabel, das sind halt Dateien, die sich die ganze Zeit ändern. Die sich zwischendurch mal ändern könnten und und. Also die ein häufiges Änderungspotenzial aufweisen. Zum Beispiel höre ich oft, dass Zwischenspeicherungen von Spielen oder anderem in var drin sind. Wenn zum Beispiel ein Spiel mal was irgendwie speichert im Lauf, könnte das in var landen. So habe ich das oft gehört. Ich weiß nicht, ob das ganz so gemacht wird, aber so kann man das gut verstehen. In var sind variable Speicherdateien oder Dateien, die je nachdem verschieden gespeichert werden. Die Verzeichnisstruktur ist natürlich vom jeweiligen Betriebssystem abhängig. Es kann sein, dass es noch andere Verzeichnisse gibt, aber das ist jetzt so meine Grundinformation, die ich habe. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video was anfangen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr verstanden, wie das Ganze mit den Dateien und den Verzeichnissen im Linux-System überhaupt aussieht. Das ist etwas anders als in Windows, aber wenn man das verstehen möchte, hat man ganz schnell den Bogen raus. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, alles in die Beschreibung. Sofern ich Antworten dafür habe, werde ich auch dafür antworten. Und dann hoffe ich, euch gut geholfen zu haben. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurem Linux-System. Tschüss, bis zum nächsten Mal.